Das war Peter Hauptner, der Vorsitzende des österreichischen Genossenschaftsverbands. Nächste Rednerin Elisabeth Götze von den Grünen. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrtes Hohes Haus, sehr geehrte Frau Ministerin und liebe Zuseherinnen und Zuseherinnen. Genossenschaften ermöglichen nachhaltiges, krisenfestes Wirtschaften. Und daher ist im Regierungsprogramm, dem Kapitel Genossenschaften, auch wirklich ein großer Schwerpunkt, ist ein großer Schwerpunkt im Regierungsprogramm. Die Rede war jetzt schon von Bankengenossenschaften, aber die gibt es ja in vielen anderen Bereichen auch, lange bekannt schon die Wohnungsgenossenschaften, in der Landwirtschaft die diversen Genossenschaften, Sennereigenossenschaften, Kellereigenossenschaften und ein ganz aktuelles Thema Energiegenossenschaften. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Genossenschaften auch wie Unternehmerinnen und Unternehmer, wie Unternehmen eine Prüfung brauchen, die Revision, und darum geht es heute. Und was wir heute machen, ist das Gesetz, das diese Prüfung regelt, das Genossenschaftsrevisionsgesetz, an das 2017 bereits angepasste oder veränderte Gesetz der Wirtschaftsprüferinnen, der Wirtschaftsprüfer anzupassen. Also es findet hier nur eine Angleichung statt, ein paar sprachliche Formulierungsänderungen, übrigens auch eine sogenannte Escape Clause. Die Ausbildung zur Revisorin, zum Revisor ist nämlich relativ teuer. Und für diejenigen, die sich das nicht leisten können, soll es die Möglichkeit geben, die Prüfungsgebühren erlassen zu bekommen, etwas, was wir absolut begrüßen. In dem Sinn, es geht hier heute um die Prüfung der Genossenschaften und ich glaube, wir sind uns einig, das ist ein wichtiges Thema und daher bitte ich um Zustimmung. Danke. Nächster Redner, Herr Abgeordneter Christoph Stark.